Es musste mal sein, ich brauchte mal ein bisschen was. Ich fühlte mich mit leerem Portemonnaie nicht so wohl. Wachen eliminieren. Jetzt habe ich die Zivilisten umgebracht. Wieso denn? Lass mich doch! Ich tue noch keine Mäppchen! Okay, es geht auch los! Schlägerei! Deck das an, deck das an! Don't do it! Attentat, sehr richtig. Ich hätte meine Serie doch gebrochen. Arschkopf. Hey, volle Synchronisierung. Ich versuche das zwar, aber ich ziehe nicht unbedingt drauf ab. Was hältst du mit dir, WNB zu an? Salam alaikum. Oh, scheiße. Sie war eine Schönheit. War sie? Bis dieses Schwein sie schändete. Ach, hätte er sie doch umgebracht. Hätte er meinen Schatz doch einfach umgebracht. Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte. Sie lächelten als ihr Genick. Ich verstehe. Wie könnt ihr? Meine Livia war unschuldig. Ich verlor meine Familie am Galgen. Durch Verrat. Il Carnefice sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Er droht mich zu hängen, wenn ich sie abschneide. Il Carnefice wohnt auf dem Hügel über dem Galgen. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Das Ziel mit der versteckten Klinge. Ausschalten für volle Sink. Na, das kriegen wir doch hin. Wenn ihr bereit seid, schneidet sie ab. Ich kümmere mich um Il Carnefice. Wieder was dazugelernt. Il Carnefice muss dann sowas viel auch wie der Henker heißen oder sowas, ne? Von Il heißt ja der. Würde Sinn ergeben. Von Carnage auch. Ich liebe Sprache. Gut. Immer versteckte Klingel. Das heißt aber, ich darf nicht gesehen werden, wenn ich da reingehe. Nein. Gute Arbeit da unten. Nicht meine besten, aber es ist schwer bei so schlechtem Material. Dann machen wir das doch mal mit der Bettchenkriege. Gutes Nächtle. Requiescat in pace. Also kurz und schmerzlos. Und jetzt heißt es wahrscheinlich gleich wieder abhauen oder anonym werden oder die Wachen alle besiegen. Ich wäre für anonym werden. Weil ich bin underlevel. Aber voll. Ein Teil des Kolosseums brach letzte Woche ein und tötete dabei ein Kätzchen. Senator De Rossi war und jetzt zu mir. Willst du was? Auf Wunsch des Condottieros Simone Occhibianchi wird seine Hinrichtung als Strangulation. Ja, oder so. Gut. Dann hätten wir das auch. Ich möchte bei der Gelegenheit mal ganz kurz schauen, auf der Karte, was hier abgeht. Da ist eine Mission. Die sind nirgendwo Aussichtspunkte. Die sind erst wieder hier woanders. Aber ich habe jetzt ein bisschen Material schon, ein bisschen Knete schon. Schauen wir doch erstmal kurz, was der Schmied zu sagen hat. Der Videoschmied. Wahnsinn, wie ich echt einige Bauten auch wiedererkenne. Klar, ist ein Spiel, ist nicht alles 1:1 so. Noch nicht so springen wie die ganze Zeit. Was wollte ich sagen? Ist ein Spiel, ist nicht alles 1:1 so und. Boah, jetzt kommen schon wieder solche Eierköpfe! Ist nicht die Realität und es liegen auch noch mal 500 Jahre dazwischen. Schauen wir mal erstmal ganz kurz. Reparieren muss er nix. Rüstung! Oh, das ist alles so teuer.
bestimmt eine Möglichkeit, dann auch schnell an Geld machen zu können. Jawohl, Armbrust kommt jetzt auch hinzu. Und Kugeln. War mal ein Pistölchen, aber da habe ich noch. Gegenstände begraben, ich habe nichts vergessen. Ein anderes Mal, ja? Bis dahin habe ich etwas, ganz sicher. Wirklich, ich muss jetzt die Markierung selbst abheben mit der Karte. You shit me, right? Leon von Augusto. Das war auch gesperrt, das konnte ich nicht anschauen. Ezio, welche Überraschung euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten. Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt. Neu in der Stadt. Machiavelli durch Rom begleiten, verschiedene Gefahren auf dem Weg begegnen. Den Borgia hat man in das Gerüst werfen, um ihn zu eliminieren. Oh, das wird lustig. Folgt mir. Erregt bloß keine unnötige Aufmerksamkeit. Tue ich das je? Na, jetzt gehe ich mit Machiavelli doch zu einem Waffenschmied. Nicola Machiavelli war sowieso im echten Leben ein sehr geheimnisvoller Mann, ne? Tauchte auch hin und wieder ab. Und ja, super interessant. Das würde den Rahmen springen, wenn ich jetzt alles über ihn aushole. Ich kann nur es so viel sagen. Es wäre weise, eine Ausrüstung zu kaufen. Ohne werdet ihr in Rom nicht lange Google überleben. Google ihn nicht mal. Das ist wirklich super interessant, was man alles über den Ort hat. Ich habe meine Klinge. Und die Wachen haben Büchsen. Dank der Borgia. Zum Glück kann ich euch helfen. Grazie. Als mein Schuldner hört ihr vielleicht auf die Vernunft. Falls ich ihr begegne, lasse ich es euch wissen. Warum haltet ihr nicht an und schaut, was ich habe? Das Stilett und die römischen Schutzteile beim Schmied. Bitte hätte ich ja nicht erstmal gewartet, aber ich bin immer so ungeduldig. Ne? Römische Schulterteile. Nice. Und Stilett. Na also. Ich habe gerne geholfen. Ben, nun könnt ihr die Reise zurück nach Florenz überleben. Vielleicht, aber ich gehe nicht nach Florenz. Oh. Es wird keinen Frieden geben, bis wir uns nicht gegen die Borgia-Familie erheben und die Templer, die ihnen dienen. Ich erinnere mich nicht an solch starke Worte in Monteregione. Woher hätte ich wissen können, dass sie mich so schnell finden und dass sie Mario töten? Rodrigo umgibt sich mit Schlangen und Mördern. Selbst seine Tochter Lucrezia wurde zu einer seiner schärfsten Waffen gemacht. Aber sie verblasst im Vergleich zu dem Mann hinter dem Angriff auf die Villa. Er ist ehrgeizig, skrupellos und grausam ohnegleichen. Gesetz und Moral bedeuten ihm nichts. Er tötete seinen Bruder im Kampf um Macht. Er kennt weder Furcht noch Schwäche. Die, die nicht durch sein Schwert sterben, schließen sich ihm an. Die mächtigen Familien der Orsini und Colonna kriechen vor ihm im Staub. Und der König von Frankreich steht ihm zur Seite. Nennt mir seinen Namen. Cesare. Führer des päpstlichen Heers. Was er mit seiner Macht im Schilde führt? Was den Mann antreibt? Das vermag ich nicht zu sagen. Aber Ezio, Cesare hat ganz Italien im Visier. Und bei seinem Tempo wird er es kriegen. Höre ich da Bewunderung in eurer Stimme? Er versteht es, seinen Willen durchzusetzen. Ein seltenes Talent heutzutage. Deswegen hat der Rom so militarisiert, wie ihr sehen könnt. Interessant ist auch übrigens, als ich eine Sightseeing-Tour gemacht habe. Ich habe auch noch ungekämpfte Wolle, wenn ihr jemanden sucht, war das so eine Hop-on-Hop-off-Busse. An vielen Stellen wurden auch die Borgia-Familie genannt. Ne? Also, die hatten hier schon einen krassen Einfluss am Anfang des 16. Jahrhunderts. Buona giornata. Sollten wir nicht lieber reiten? Roma ist sehr groß. Als Cesares Feldzüge in der Romagna erfolgreich waren und die Borgia an Einfluss gewannen,
haben sie erhebliche Teile der Stadt Rom in Besitz genommen. Diese Stelle können wir nicht benutzen. Oh, der Wille der Borgia ist Gesetz. Was wollt ihr andeuten, Ezio? Stellt euch doch nicht dumm, Machiavelli. Habt ihr irgendeinen Plan? Ich improvisiere. So, ich darf gleich in das Sperrgebiet, nein. Wer sieht mich schon wieder? Nicht mich angucken. Die gucken alle her. Ich soll den ja in ein Gerüst schubsen, aber ich weiß gar nicht, was gemeint ist. Irgendwas an der Rumhell. Das ist doch nicht etwa. Ah, wahrscheinlich das Gerüst da. Wir machen dann erstmal die richtige Waffe auszusuchen. Zeigt ihm die Gastfreundschaft der Borgia, Jungs. Borgia, Borgia! Erledigt den Schleimbeutel! Komm her! Verliert ihn nicht schon wieder! Komm her, komm! Erstmal Kniestoß. Ne? So, wir haben die Borgias hier beseitigt. Mann, ich wollte den Turm erobern. Soll ich den jetzt zum Machiavelli zurück? Macht euch das Spaß? Ah, wenigstens kann ich jetzt mal rammen. Nur weil ihr ein paar Wachen tötet, gewähren euch die Leute nicht automatisch Zugang zum Stall. Ihr habt recht. Wir müssen ein Zeichen setzen. Wartet hier. Na, aber jetzt habt ihr, oder? Ja. Ein Borgia-Turm in Brandstecke. Übrigens, von denen gibt's nichts mehr in Rom. Die sind komplett in Schutt und Asche gelegt worden. Die standen nur noch kleine Füße. Der ein oder andere Ruine. Könntest du? Dürftest du? Würdest du? Na, kann ich den Sprung nicht mal oder was? Na gut, ich hätte auch hier starten können, das macht es einfacher. Nee, so will er nicht hochkommen. Aber jetzt. Dann zündeln wir mal eine Runde. Anscheinend steht dieser Stall inzwischen zum Verkauf. Nach euch. So, und wir können nicht nur die Aquädukte, sondern auch einige andere Sachen renovieren. Na, guck mal, das hier sogar für 0 Florin. Das schwimmt einfach die ganze Zeit so. Und auch das erhöht dann die Einnahmen wieder. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die bekommt. Roms Einkommen auf 48, alle 20 Minuten erhalten. Okay. Machiavelli zum Camidolio begleiten und vor der Synchronisation kein. Boah, ich hab Glück auf. Keine Gesundheit verlieren. Warum bin ich aber eher fett, ne? Ja, ist ja gut. Ich darf nur nicht versehentlich einen von den Wachen da anrempeln, weil sonst haben wir hier Probleme. Ah, mir fällt gerade auf, das ist auch das erste Assassin's Creed, bei dem man mit Pferden innerhalb einer Stadt reinkommen kann. Sonst musste man ja immer absteigen. Das ging ja bei Altair nicht und das ging ja im ersten Abenteuer von Ezio nicht. Ich erinnere mich echt, beim PS3-Look, hier war es ein bisschen mehr... Oh, doch, es gibt Glyphenrätsel.
Ihr versteht es, Wunden zu schlagen, Ezio. Aber könnt ihr sie auch schließen? Ich will die Krankheit besiegen, nicht Symptome kurieren. Streitet nicht mit mir. Gut, dann lasst uns offen reden. Rodrigo Borgias Tod hätte nichts geändert. Das wage ich zu bezweifeln. Seht euch Rom an. Das Machtzentrum der Borgia und der Templer. Einen Mann zu töten ändert nichts. Wir müssen ihnen die Quelle ihrer Macht nehmen. Schlagt ihr vor, an das Volk zu appellieren? Vielleicht. Auf das Volk vertrauen heißt auf Sand zu gehen. Da irrt ihr. Der Glaube an die Menschlichkeit sitzt tief im Herz der Assassinenbruderschaft. Und der muss eurem innersten Kreis angehören. Los, holt zurück, was er euch stahl. Ich werde beim Kapitol warten. Dort treffe ich einen Verbindungsmann. Gebt mir mein Geld zurück! Hey, warum bin ich in Rom, wenn ich beklaut? Na klar, aber gut, man sagt ja auch über Italien, dass es ja leider sehr viele Langfinger gibt. War lustig, ich hatte meine Mutter mit im Urlaub. Sie hat da die ganze Zeit einen Vorhäng... Ey, was mach ich denn? Ein Vorhängeschloss an... Nein, was? Ein Vorhängeschloss an ihrer Handtasche. Aber das ist immer, wenn man sich bereue, dein Leben verschont zu haben. Keine Gesundheit verloren. Gut. Können wir noch irgendwas machen? Oder stürze ich mich jetzt erstmal auf Mission? Ah, nein! Hier. Ich kann mal anfangen, ein bisschen zu synchronisieren. Und mir die Türme ansehen. Ich fange mal mit denen erstmal an, die in der Nähe von Machiavelli sind. Obwohl, ist auch nicht. Oder. Das ist aber beim Borgia-Turm, das ist direkt blöde, ne? Ich mache erstmal den Turm. Den Synchronisierpunkt. Was ist hier so? Rosa in Fiore. Was wird das nochmal? Kann ich nicht Legende aufrufen? Doch. Oh, ich bin echt ein bisschen raus, obwohl ich gesagt habe, dass ich dieses mag. Achso, das müssten dann eigentlich Freudenhäuser wieder sein. Ne, ich wollte Onkel Mori jetzt noch nicht besuchen. Stammkunde da. Wundi. Die geringen Kosten würden zu solcherlei